Buongiorno. Eine weitere Folge der Anja Time. Ich habe vor ein paar Tagen einen Vortrag gehalten zu meinem neuen Buch. Endlich kommt es raus. Endlich ist es geschrieben und jetzt kommt es auch raus im April zum Ende der Zertifikate, beziehungsweise heißt es jetzt berufen statt zertifiziert. Und es wird veröffentlicht vom Hepp Verlag. Vielen Dank dafür. Und ja, ich habe jetzt beim Hepp Verlag mal einen Überblick gegeben, ein paar Facetten da aus dem Buch vorgestellt und eigentlich war es gar nicht für die Aufzeichnung gedacht. Ja, es war so ein Tasten daran, irgendwie den Menschen begreiflich zu machen, warum Zertifikate eigentlich an ihr Ende gelangt sind. Und vielleicht interessiert es euch, ich werde mal hinten die Diskussion und die Fragen, die werde ich wegschneiden. Und ansonsten aber das ganze Format von vorne bis hinten einfach ohne Cut euch darreichen über meine Amps und Pausierungen müsst ihr dann einfach großzügig hinwegschauen. Das von meiner Seite, habt viel Spaß und ja, ich werde einfach unten ein paar Links noch einhauen, weil das Buch kann man schon vorbestellen bei Amazon, aber man muss ja nicht unbedingt bei Amazon bestellen, es gibt ja auch andere Buchläden, aber ihr könnt euch einen Reminder setzen, wenn ihr denn mögt, wenn es euch interessiert. Und ja, dann jetzt viel Spaß. Ciao. Okay, dann schönen guten Abend allerseits. Vielen Dank für das Interesse und vielen Dank erstmal an den Hepp Verlag für diese Möglichkeit, hier bei Ihnen zu publizieren. Dieses Thema, also das Ende der Zertifikate, hat sich so seit 2016, 2017 etwas abgezeichnet. Wir haben angefangen 2014, 2015 in unserem Netzwerk über den Wandel der Arbeitswelt zu diskutieren und haben dazu ja auch einen Massive Open Online Kurs dann 2016 aufgelegt. Und in dem Kontext haben wir uns sehr intensiv damit beschäftigt, in unterschiedlichen Konstellationen. Und dann kam irgendwann das Thema auf, dass in dieser Geschwindigkeit, wie sich die Arbeitswelt verändern wird, in naher Zukunft wir mit diesem Zertifikatsmodell, wie wir uns bislang organisiert haben, eigentlich nicht mehr hinterherkommen, um diesen Veränderungsprozessen nachzukommen. Und da wir klassischerweise aus der Zivilgesellschaft kommen und uns immer sehr daran gelegen ist, auch immer im Interesse der Menschen nachzudenken. Also wir denken weniger aus Sicht der Institution, sondern eher der armen Menschen, also der Underdogs, die hinten runterkippen aufgrund der Veränderungen, haben wir uns da immer wieder Gedanken gemacht. Und ich habe dann verschiedene Versuche provozierender Art in LinkedIn auch gefahren und habe mal geschaut, ob die anderen das auch so sehen, so in meinem Netzwerk, meinem beruflichen Netzwerk. Und da kam sehr viel Fürsprache über die Direct-Message-Kanäle, dass das Thema extrem wichtig sei, vor allem seitens der Unternehmen, weil das große Problem, was wir haben, das wird in der Schweiz wahrscheinlich ähnlich sein wie in Deutschland, ist, dass diese ganzen Anschlüsse nicht mehr funktionieren. Also die Unternehmen oder die Hochschulen sind sehr enttäuscht von den Schulabgängern, von der Qualität der Schulabgänger. Genauso sind die Unternehmen sehr enttäuscht von der Qualität der Hochschulabsolventen und diese ganzen Übergänge funktionieren nicht mehr. Und darüber müssen wir nachdenken, wie wir unser Bildungssystem im Grunde reformieren. So, und dazu irgendwie hat sich das dann so im Laufe der Zeit dann herauskristallisiert, dass das Ende der Zertifikate eigentlich eingeläutet werden müsste. Und darüber habe ich dann hier im Rahmen dieses Buches dann auch noch mal ausführlicher nachgedacht und das dann auch recherchiert und dann zu Papier gebracht. Und ich freue mich, dass das im April dann rauskommt. Es wird, glaube ich, ein extrem schönes Buch und was weniger an mir liegt als am Hepp Verlag, der sich wirklich sehr viel
Mühe gegeben hat. Und es wirklich ist, ich glaube, es wird wirklich ein richtig schönes Buch. Also auch wenn der Inhalt vielleicht Ihnen am Schluss nicht gefallen wird, was ich nicht hoffe. Aber wenigstens wird es schön anzuschauen sein. So, also ein bisschen was zu meinem Hintergrund. Ich bin von Haus aus Sozialwissenschaftlerin, damit Sie mich ein bisschen einordnen können. Habe vor über 25 Jahren eine Fortbildung gemacht zur Multimedia-Designerin, bin in die New Economy dann reingeraten und habe dann für alles Mögliche gearbeitet, für Großunternehmen, für KMU, für Kommunen, für Agenturen, dann irgendwann wieder an der Hochschule gelandet, über den Weg dann im relativ hohen Alter noch eine Dissertation geschrieben, wo ich meine ganzen Erfahrungen dann so zusammengeführt habe auf bildungspolitischer Ebene. Und heute haben wir eine kleine Agentur hier in Berlin, Fräulein Flo heißt die, und wir beraten halt Bildungseinrichtungen, Kommunen, Politik, alles Mögliche. Und publizieren in der einen oder anderen Art und Weise. Manchmal machen wir auch Online-Kurse, konzipieren, schreiben Gutachten und so weiter. Ich habe Ihnen hier jetzt mal 4 Annäherungsversuche an dieses Thema mitgebracht. Also quasi, ich werde Ihnen das über 4 Geschichten versuchen, mal nahe zu bringen. Das sind alles immer nur so kleine Ausläufer im Buch, aber ich glaube, sie vermitteln ganz gut einen Eindruck dessen, warum ich denke, warum die Zertifikate, wie wir sie kennen, überholt sind. Und ich werde mal mit einem Ausflug hier starten. Sie können ja vielleicht mal mitraten. Ich habe mal hier markiert, wo die ersten Hochschulen entstanden sind. Mal schauen, ob doch, kommt jetzt. Das ist in Fes, Marokko, im 859, erste Gründung einer Hochschule, die bis heute aktiv ist. Dann in Kairo, auch 972. Dann hat man in Italien, in Salerno, in der Medizinschule von dem arabischen Raum gelernt und hat dann dort gilt als die erste europäische Universität. Dann kam Bagdad dazu. Das ist auch bis heute noch eine relevante Universität, die bis heute besteht. Und dann geht es noch ein bisschen hoch, Italien weiter, Bologna, Paris, Oxford, Cambridge, Salamanca, Montpellier, Padua. Und so sind dann die ersten Hochschulen, die bis heute halt aktiv sind, entstanden außerhalb des deutschsprachigen Raumes. Im deutschsprachigen Raum ist man dann erst im 14. Jahrhundert dann so eingestiegen in dieses Universitätswesen. Man hat das erst in Prag. Also Prag gilt eigentlich so für den deutschsprachigen Raum als die erste, weil eben dort sehr viele Deutsche halt auch hinpilgerten, um dort zu studieren. Dann kam Wien. Wien ist eigentlich so die älteste Universität des heutigen Staates Österreichs. Erfurt und Heidelberg sind die beiden ersten Universitäten in Deutschland, im heutigen Deutschland. Und Basel dann als erste Schweizer, also in der heutigen Schweiz, als erste Universität. Wenn wir das mal auf so die Zeitleiste legen, dann haben wir also schon relativ früh außerhalb des deutschsprachigen Raumes erste Hochschulen. Und dann halt so bis zum 15. Jahrhundert sind wir eigentlich auch so weit aufgestellt, dass wir also jetzt hier unsere wissenschaftlichen Nachwuchs systematisch generieren können. Aber wenn wir uns dann anschauen, das ist natürlich eine ganz männliche Geschichte bis dahin. Also Frauen haben da nichts zu suchen. Die erste Frau, die halt wirklich da in der Hochschule aktiv wurde, war 1754. Und das war Dorothea Erxleben, eine Tochter eines Hochschulprofessors, die 1754 als erste Frau promovieren durfte. Dies aber dann in der Praxis, sie hat dann die Praxis ihres Vaters übernommen und wurde da sehr stark angefeindet seitens der männlichen Kollegen, die das natürlich überhaupt nicht gut befanden.
dass da eine Frau auch ohne offizielles Studium, die als Ärztin unterwegs sein durfte. Und sie hat sich darüber auch ein bisschen aufgeregt und meinte, dass Gelehrsamkeit ja eigentlich nicht an ein Geschlecht gebunden sei. Dann würde man der Gelehrsamkeit als solcher auch die verachten. Aber immerhin, sie war die erste und sie ist auch dran geblieben. 1787 kam die zweite Frau in Deutschland, die sich promovieren durfte, als Dr. Fildern in Göttingen. Auch sie, Professorentochter. Und ihr Vater war ein Erziehungswissenschaftler, der sehr klare Vorstellungen hatte, wie die Erziehung ausschauen sollte. Und da seine Erstgeborene halt ein Mädchen war, wurde sie halt dann quasi, kam in den Genuss dieser neuen Methoden. Und sie durfte nur am Rande an seinen Vorlesungen teilhaben und durfte auch bei der Promotionsfeier nicht selber persönlich anwesend sein, sondern hat dem Ganzen beigewohnt, indem sie auf ein Dach gestiegen ist und dann oben übers Fenster dann zuschaute. Es gibt dazu eine richtig schöne soziologische Biografie von den beiden Kerns. Es waren beides Professoren. Ich habe selber in Göttingen studiert, von daher. Und die haben eine wirklich tolle Biografie dazu verfasst und haben dem versucht, mal so nachzuspüren, wie so ein Leben, so ein Frauenleben aussah zwischen dieser Aufklärung und dann gleichzeitig diesen doch sehr weiterhin irgendwie rückschrittlichen Vorstellungen. Dorothea Schlözer ist dann später auch sehr verarmt gestorben, also hatte eigentlich kein prickelndes akademisches Leben. So, und wenn wir dann so weitergehen und uns das anschauen, dann ist auch da der deutschsprachige Raum nicht wirklich so richtig aktiv. In den USA kann ab 1833 können Frauen wenigstens an manchen Universitäten studieren. In Zürich ist dann die erste deutschsprachige Universität, die Frauen zuließ. In Deutschland, wie immer, alles ein bisschen verspätet. Irgendwie erst um 1900 konnte Baden, dann hat das Land Baden Frauen zugelassen. Und 1901 wurde auch die erste offizielle Promotion in Freiburg von einer Frau, die ein offizielles Studium absolvieren konnte, wurde zugelassen. Und so ging das dann weiter. Langsam, also wenn man sich anschaut, 1901, ja noch gar nicht so lange her. Und man entdeckt dann doch immer wieder interessante Persönlichkeiten. Ich habe dazu zu Emmy Noether, habe ich dann im Rahmen dieses Vortrags dann hier auch noch mal ein bisschen weiter recherchiert und habe da einen ganz tollen Nachruf gefunden von Albert Einstein, der völlig begeistert war von ihrer mathematischen Kompetenz. Und sie war auch die erste Frau, die tatsächlich habilitierte, schon 1919, in Mathematik und gilt auch wirklich als eine der führenden mathematischen Talente und Köpfe, durfte aber in Deutschland hat auch keine offizielle Professur bekommen, sondern durfte zwar lehren, hat auch ein bisschen Geld damit verdient, bis die Nazis kamen, die haben ihr die Lehrbefugnis entzogen und dann ist sie in die USA gegangen und durfte da lehren, bis sie dann kurz danach verstarb dort. Wenn wir uns das weiter anschauen, wie sich das dann so verhält mit den Frauen an den Hochschulen, dann sehen wir, also hier sind wir um 1940, da ist also quasi Emmy Noether dann auch 1934 schon gestorben. Und das zieht sich dann so ganz langsam hier hoch und wir sehen, dass eigentlich der Anteil der Frauen verhältnismäßig eigentlich so fast immer die Hälfte war. In der Zwischenzeit sind wir auch wieder bei fast der Hälfte der Studierenden. Und wenn wir uns dann auf der anderen Seite aber anschauen, wie viele Frauen tatsächlich als Professorinnen arbeiten, also der graue Balken zeigt an, wie viele Professuren es insgesamt in Deutschland gibt. Und der blaue Balken zeigt an, wie viele davon weiblichen Geschlechts sind. Das ist in der Schweiz, verhält sich das ähnlich. Und wir sehen also, dass da noch eine ganz große Diskrepanz ist. Und warum ich das Ganze hier so ausführlich anführe, ist also, es kann demnach
nicht am Zertifikat liegen, auch nicht am Abschluss, welchen Berufsabschluss man und wie man dann beruflich arbeiten kann. Wir sehen das auch hier am Anteil der Frauen an börsennotierten Unternehmen. Also in Deutschland, das ist, sind keine Magen, noch nicht mal 20%, die wirklich in Führungspositionen sitzen. Und obwohl wir 50% der Studierenden und wir wissen ja auch, dass die Frauen durchschnittlich bessere Noten auch da erzielen. Also das hat eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Die ökonomische Entwicklung und die ökonomische Position, die Positionierung hat nichts mit dem Zertifikat zu tun, sondern Bildungspolitik ist Machtpolitik. Und das sollten wir einfach so mal wahrnehmen und akzeptieren. Und es nicht so sehr verklären, wie es auch gerne im bildungspolitischen Diskurs vollzogen wird. So, das heißt, Aufstieg durch Bildung ist auch nur begrenzt möglich. Und das hier ist ein Ausschnitt aus diesem Nachruf, den Einstein damals auf Emmy Noether in der New York Times veröffentlicht hatte. Und was daran interessant ist, dass er gleich aufmacht, also dass die meisten Menschen, die müssen halt arbeiten, einfach damit sie was zu essen haben. Also es ist ein ganz, sie müssen halt ihr tägliches Brot verdienen und damit sind die Menschen eigentlich schon beschäftigt. Der wird das Gros der Menschen. Es gibt nur eine kleine Auswahl an Personen, die tatsächlich ist aufgrund bestimmter Umstände es ihnen ermöglicht ist, dass sie sich den schönen Dingen des Lebens zuwenden können und nämlich der inneren Entfaltung und der Entwicklung des eigenen Denkens und damit halt auch für nachfolgende Generationen dann einen Mehrwert generieren, den sie halt dann an die nächsten Generationen weiterreichen können. Und wenn wir uns das mal so ein bisschen zurückführen, woher irgendwie überhaupt dieser Berufsbegriff kommt und was Beruf eigentlich mit Arbeit zu tun hat, dann können wir feststellen, dass im Mittelalter war es völlig gang und gäbe, dass alle eigentlich in der Landwirtschaft mitgearbeitet haben. Die Frauen haben völlig selbstverständlich da auch Hand angelegt und die Kinder wurden ab dem 6., 7. Lebensjahr auch integriert in die Arbeit. Das war nichts außergewöhnlich, sondern das war der Standard. Dann hat sich im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte das Handelsvolumen so ein bisschen ausdifferenziert und dann hat Martin Luther mit seinen Thesen dann die protestantische Ethik, wie wir heute ja von Max Weber wissen, ausgerufen und den Beruf quasi mit der Berufung des von Gott gewollten, der Gott gewollten Arbeit gleichgesetzt. Also wir haben über Martin Luther und Calvin hier in der Mitte, der halt auch der dazu das veranlasste, dass Reichtum und das Einkommen, das man erzielt, dass es sich unbedingt sich in Luxus äußern muss, sondern dass man sehr wohl, sehr beflissen und fleißig seiner Arbeit nachgehen kann, damit auch durchaus Geld erwerben kann und Einkommen erzielen kann, aber dieses, dass man das auch spart oder investiert in neue Unternehmungen und dieses Denken, also dass die Bürger nicht dem Adel nacheifern, sondern aus sich selber heraus neu schaffen. Das haben wir ja dieser protestantischen Ethik dann auch zu verdanken und so eine Ausdifferenzierung und ein Selbstverständnis, dass der Beruf, dass man mit dem Beruf, indem man dem solide und konsolidiert nachgeht, dass man damit dann auch dem Gotteswohl entgegenkommt. Und das differenziert sich dann immer weiter aus. Die Menschen fangen an, sich zu organisieren in Gilden und Zünften, treffen sich und versuchen sich auch gegen die, auch da wieder machtpolitisch, gegen den Adel und den Klerus aufzubäumen, bis hin dann zur Französischen Revolution, wo sie es nicht mehr eingesehen haben, dass sie quasi als dritter Stand auf dem gleichen Niveau wie der Adel und der Klerus gehandelt werden, sondern da sie zahlenmäßig ja bei weitem in der Mehrheit sind, dann auch ihre Rechte da eingefordert haben. Und
das ist auch so ein Punkt, ich glaube, der bis heute, glaube ich, nicht uns wirklich so richtig bewusst ist, in welche Dialektik da drin steckt, dass sowohl die Aufklärung auf der einen Seite, nämlich die Moderne, dass wir uns immer ausdifferenzierter und immer wissenschaftlicher mit den Themen beschäftigen, dass das die Kehrseite ist dieser, heute würde man sagen, kapitalistischen Entwicklung, also dass die Entwicklung von Technologien und die Entwicklung von aufgeklärten Gedanken, das geht Hand in Hand. Und das eine wäre nicht ohne das andere möglich gewesen und das wird wahrscheinlich auch in Zukunft nicht möglich sein. Das heißt, wir müssen die technologischen Entwicklungen immer zurückbinden über unseren Intellekt und über unsere kollektive Intelligenz. Und so entstehen im Laufe der Jahre halt dann diese ersten Fabriken und die Unternehmer investieren halt, sie stellen Leute ein, sie stellen junge Männer ein, die gerne ihre bäuerlichen Pflichten hinter sich lassen und in die Fabriken einsteigen, dort arbeiten. Sie brauchen dafür eigentlich keine Fähigkeiten, die sie großartig anlernen müssen, sondern sie haben, das sind eigentlich das, was Castells sagte, Menschen, die keine an ihrer Person gebundenen Fähigkeiten haben. Also jeder konnte das schnell sich aneignen und damit aber auch ein sicheres Einkommen generieren, was Monat für Monat eintrifft und womit man dann auf dieser Sicherheit dann auch selber eine Familie aufbauen kann. Deshalb waren diese Berufe oder diese Arbeiten sehr begehrt. Und die jungen Männer strömten halt in die Städte. Und so nach und nach, also erst sind es nur so einfache Arbeiter, und so nach und nach entstehen aber die ersten Berufe, die immer differenzierter werden, die auch immer komplexer werden, für die es auch bestimmte Ausbildungen braucht. Und gleichzeitig arbeiten sie auch an der Distinktion untereinander. Also die Angestellten, die bessere Arbeitsbedingungen hatten, die weniger Arbeitszeit auch im Büro verbringen mussten, die haben sich schon als was Besonderes wahrgenommen und haben auch darauf hingearbeitet, dass sie wie Privatbeamte wahrgenommen werden, weil der Beamte hatte ein extrem gutes Standing. Das waren halt immer die freien Leute, die den Staat da am Laufen hielten. Dann haben wir die Unternehmer auf der einen Seite, die halt was investieren, die schöpferisch aktiv sind. Und dann haben wir die Privatangestellten, die Privatbeamten als Angestellte, die diese unternehmerische Ideen dann in den Markt treiben. Und auf der anderen Seite haben wir dann diese Arbeiter, die halt, wie gesagt, keine besonderen Fähigkeiten haben, die an ihrer Person haften und die aber auch sich so nach und nach dann dagegen stemmen und auch zusammentun. Und zu sozialen Kämpfen aufrufen und sich über Gewerkschaften organisieren und versuchen ihre Rechte, also man muss sich das wirklich vorstellen, das war anfangs wirklich alles andere als schön, in den Fabriken zu arbeiten. Die hatten keinen bezahlten Urlaub. Wenn sie krank waren, bekamen sie kein Geld. Es waren teilweise barbarische soziale Verhältnisse. Und das wurde so nach und nach erstritten, dass sie halt auch ein humanes Menschenleben leben konnten. Und so konfiguriert sich das im Laufe der Jahre und Jahrzehnte aus, dass wir immer mehr Verbände haben, die für die Interessen verschiedener Interessensgruppen stehen und sich in ihre Interessen gegenüber dem Staat auch zum Ausdruck verleihen. Bis hin dann ich weiß gar nicht, wie das in der Schweiz ist, in Deutschland halt mit der Sozialpartnerschaft, die im Grundgesetz reguliert ist und fixiert ist, haben wir im Grunde die Arbeitgeberverbände und die Arbeitnehmerverbände, die eigentlich die Sozialpolitik in Deutschland bis heute dominieren. Und was auch in der Zwischenzeit ein großes Problem ist, weil
neben diesen gewerkschaftlich organisierten Festangestellten wir ja auch ein zunehmendes Heer an prekären Verhältnissen haben. So, und gleichzeitig organisieren aber diese Verbände und achten darauf, dass diese Ausbildungen in diesen Betrieben auch immer systematischer erfolgen, dass der Nachwuchs da rangeführt wird, einerseits bei den Arbeitern hier und andererseits in diesen differenzierten Angestelltenberufen. Und so nach und nach über die Jahre und die Jahrhunderte entwickeln wir ein ausdifferenziertes Beschäftigungssystem. Das hier ist eine Grafik, die vom World Economic Forum 2015, 2016 oder bis dahin noch gerne vorgetragen wurde. Es ist eine Abbildung, hier ist die erste Welt, das ist die zweite Welt oder Schwellenländer würde man sagen, hier ist die dritte Welt. Und es ist eine Empfehlung an die Nationalstaaten, wie sie ihre erwerbstätigen Struktur innerhalb ihres Landes organisieren sollten, etwa so grob, Pi mal Daumen. Und ich werde es Ihnen mal jetzt hier für die Industrieländer mal aufzeigen. Also sie empfehlen, dass ungefähr 30% der Erwerbstätigen sollten Personen sein, die wirklich Innovationen entwickeln können, also Wissenschaftler, Erfinder, Leute, auch schöpferische Unternehmer, die halt wirklich out of the box denken können, die sich was Neues ausdenken können. Dafür braucht man etwa 30% der Erwerbstätigen. Dann braucht man 50% der Erwerbstätigen, die diese Innovationen dann auch in den Markt reintreiben können, die als Projektmanager arbeiten können, die halt wirklich effizient arbeiten, also die klassische Angestelltenarbeit. Und dann brauchen wir noch ungefähr 20%, die hinter uns in den Dreck quasi wegkehren. Die brauchen eigentlich keine Fähigkeiten, die an ihrer Person haften, die das, was übrig bleibt, dann so wegräumen. Und wenn wir uns das anschauen, in Deutschland ist es dann sehr fatal. Die Pädagogen mögen das gar nicht, wenn ich das so anführe, aber de facto haben wir uns so organisiert in Deutschland. In der Schweiz ist es ein bisschen anders. Aber wir haben in Deutschland halt wirklich eine systematische Ausdifferenzierung des Ausbildungssystems von der Hauptschule, Realschule, Gymnasium, die also sehr frühzeitig schon die Menschen vorsortiert ab der fünften Klasse, und das setzt sich dann auch fort in den Weiterbildung oder in der Ausbildung, die dann auch da wieder sehr ausdifferenziert die Menschen zu diesen Facharbeiten, die gesamtgesellschaftlich gewünscht sind, dann vorbilden. Und insofern also auch da wieder irgendwie diese sehr idealistische Diskussion über Bildung und wie wir uns so die Talente angeblich fördern wollen, das trifft eigentlich nicht das, was wir hier gesamtgesellschaftlich, volkswirtschaftlich eigentlich intendieren und was auch tatsächlich systemisch so gewünscht ist und gewollt ist. Und so haben wir auf der anderen Seite dann diese standardisierten Lebensläufe, die wir so kennen, die uns so von Kindesbeinen an nahegebracht werden, dass wir im Grunde eine Ausbildung machen, dann arbeiten gehen, vielleicht irgendwann nochmal eine Weiterbildung machen, damit wir, wenn unser Beruf irgendwie unter Druck gerät, um dann irgendwann in den sicheren Hafen der Rente und der Pension dann einzumünden, dieses normierte Leben existiert ja eigentlich jetzt schon gar nicht mehr. Es ist ein idealtypisches Bild. Warum geht das hier nicht weiter? Und es existiert genau genommen, wenn man genau hinschaut, auch schon lange nicht mehr. Denn in der Ausbildung differenzieren wir ja, dass entweder macht man ein Studium oder eine duale Ausbildung. Jetzt ist im Moment ja auch seitens der Unternehmen das Geschrei relativ hoch, dass zu viele Menschen studieren würden. Wenn wir uns aber, ich mache jetzt mal gerade hier zwei, genau, wenn wir uns aber mal die
die Ausbildungsstruktur anschauen von den Abgängern, von Schulabgängern, dann sehen wir, dass das relativ über die Jahre gleich geblieben ist. Gut, es gibt ein paar mehr, das Dunkelblaue sind Studienanfänger, also die dann ins Studium gehen. Aber da sehen wir, dass das die letzten Jahre relativ gleich geblieben ist. Hier dieses Hellblaue sind die dualen Ausbildungsgänge, also die die Jugendlichen, die aus der Schule direkt in den dualen Ausbildungsgang gehen. Dann haben wir hier nur voll in die Berufsschule eintreten. Und dann haben wir hier den ganz fatalen Bereich, nämlich das Übergangssystem. Das sind Leute, die weder fürs Studium noch für die duale Ausbildung geeignet sind und die jetzt erstmal in so einem Übergangssystem weiterqualifiziert werden sollen, um eventuell dann doch in die duale Ausbildung zu gelangen. Und wie wir sehen, ist dieser Sockel, relativ gleichbleibend über die Jahre. Und das heißt, dass sehr viele von diesen jungen Menschen von der Schule aus direkt in dieses Übergangssystem in Deutschland eingeführt werden. Und das bedeutet auch oftmals, dass sie letztlich eben nicht in der dualen Ausbildung landen. Zeichnet sich in der Zwischenzeit ab, dass zumindest in Deutschland die Unternehmen am liebsten Abiturienten auch für die duale Ausbildung zulassen. Die meisten, die von der Hauptschule abgehen, werden nicht übernommen, werden nicht in die duale Ausbildung, finden keinen Platz in der dualen Ausbildung. Und viele, die von der Realschule abgehen, auch schon nicht mehr. Das heißt, wir haben da wirklich ein systemisches Problem. Und de facto spricht aber kaum jemand drüber. Und diese Menschen, die halt schon sehr früh dann mit 15, 16 dann in diesem Übergangssystem landen, die werden mehr oder weniger dann in diesen Hilfsarbeiten, in diesen sehr prekären 20% letztlich landen, die ich eben aufgezeigt habe, die am Schluss hinter uns alles wegräumen, solange es diese Jobs noch geben sollte. So, und wenn wir uns dann auf der anderen Seite mal anschauen, woher kommt denn das überhaupt mit diesen ganzen Zertifikaten, was sollen die überhaupt aussagen, dann ist das eine beglaubigte Urkunde, ne? Daher kommt dieser Begriff, dass man im Grunde ein Zertifikat bekommt, dass man von offizieller Seite beglaubigt kommt, dieser Mensch hat entweder das erworben oder diese Fachkompetenz dann auch aufgrund des Lernprozesses entwickelt. Und das differenziert sich dann auch sehr schnell dann aus zwischen Beamten und Angestellten. Die haben unterschiedliche Bedingungen, unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen, die gerade was den öffentlichen Dienst anbelangt, der sehr prägend ist für unser Verständnis von Zertifikaten, der davon ausgeht, dass man halt eine bestimmte Berufsausbildung gemacht hat oder ein Studium. Und je nachdem, welches man dann absolviert hat, wird man entsprechend eingruppiert. Also niemand legt mehr Wert auf Zertifikate und auf ein bestimmtes Zertifikat wie der öffentliche Dienst. Und es ist ja auch, also in Deutschland ist es direkt auf die Eingruppierung, hat es einen Einfluss, ob ich zum Beispiel BWL in der Universität studiert habe oder BWL in der Fachhochschule. Das ist gleich eine Einkommensstufe weiter drunter, wenn ich in der Fachhochschule war. Und also die sind sehr, sehr starr. Und da denke ich, ist auch eins der Hauptprobleme, warum wir so zertifikatsfixiert sind. Auch wenn dann hier aufgezeigt wird, dass tatsächlich die Leistung und die Erfahrung dann schon auch einen Einfluss haben auf die eventuelle spätere Höhergruppierung. Aber letztlich wird man nie über einen bestimmten Punkt hinauskommen, wenn man nicht eine bestimmte Qualifikation hat, weil die ist maßgeblich für die Eingruppierung. Und so bildet eigentlich der öffentliche Dienst das aus, was Zertifikate letztlich ausdrücken sollen, nämlich dass sie für die Zertifizierten, also so ist eigentlich die Idee war dann, dass die Zertifizierten aufgrund dieses Zertifikats und dieser Höhergruppierung halt auch motiviert werden, sich anzustrengen, ein höherwertiges Zertifikat zu erwerben,
dann wissen die Nachfrager, die also, sagen wir mal, jetzt im öffentlichen Dienst oder auch im Unternehmen, wissen dann, was sie davon haben, dass dieser Mensch halt eine bestimmte Ausbildung auch absolviert hat. Dann die Zertifizierer, muss auch nochmal jetzt gucken. Zertifizierer. Genau, das ist dann halt auch nochmal das sind diejenigen, die dann am Schluss den Stempel drauf packen, die also auch damit ihre Macht im Grunde auch definieren, indem sie halt diese Ausleseprozesse dann auch definieren und die Gesellschaft weiß, dass durch diese vermeintliche Vergleichbarkeit der Zertifikate dann auch eine gewisse Form von Qualität und Ordnung gewährleistet ist. So, und wenn wir uns dann aber anschauen, wie viele Personen denn letztlich nur im öffentlichen Dienst arbeiten, für die das wirklich maximal relevant ist, weil nur darüber werden sie wirklich, wird man überhaupt einen Eingang finden. Also zum Beispiel, ich kann ein Beispiel bringen, in Berlin haben wir einen massiven Lehrermangel und um bestimmte Lehrerpositionen aber besetzen zu können, braucht es das bestimmte Studium, also auch für Informatik nützt es nichts, wenn sie 20 Jahre Web-Erfahrung und Programmiererfahrung haben. Wenn sie nicht ein Informatikstudium haben, dürfen sie nicht in den Lehrdienst in Berlin aufgenommen werden. Das heißt, das Zertifikat ist das maßgebliche, obwohl der Druck immens hoch ist und wir keine Lehrpersonen haben, lässt man davon nicht ab. Und alles in allem haben wir halt ungefähr knapp 5 Millionen Personen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, von insgesamt in Deutschland jetzt 47 Millionen, also es ist ein knappes Zehntel oder ein gutes Zehntel, was im öffentlichen Dienst arbeitet. Der Rest orientiert sich irgendwie anderweitig und das sind so Multibiografien, die schon seit vielen Jahren hier am Start sind, dass Menschen halt, das hier ist quasi so diese ganze Ausbildungsphase im weitesten Sinne, mit Praktika und allem, was so dazugehört. Dann startet man vielleicht, wenn man Glück hat, in ein Berufsleben. Gleichzeitig baut man Familie auf oder kümmert sich auch noch um die Eltern vielleicht, die vielleicht auch pflegekrank sind. Also deshalb diese Rush-Hour, wo alles zusammenkommt und gleichzeitig versucht man, die Karriere aufzubauen. All dies in diesem sehr prekären Umfeld. Und dann haben wir ja auch nochmal das Phänomen, dass dann, wenn man mit ungefähr Mitte 40 dann seinen Beruf verliert, dann es ja zunehmend schwierig wird, dann auch nochmal Eingang zu finden in diese Anstellung. Das heißt, man muss irgendwie einen zweiten Start hinlegen oder einen dritten und einen vierten, bis man dann irgendwann vielleicht in diesen Ruhestand hineingerät. Wobei hier schon bezeichnend ist, dass es mit 75 hier definiert ist. Und wir können ja auch jetzt, also ja auch spätestens durch Corona, sind die Diskussionen ja immer lauter geworden, dass man davon ausgehen muss, dass wir das Rentenalter auf 70 oder vielleicht sogar auch irgendwann auf 75 hochheben müssen. Einfach um dieses soziale Sicherungssystem, wie wir es uns im Moment leisten, um das aufrechterhalten zu können. So, und dann haben wir halt diese wirtschaftlichen Entwicklungen, die wirtschaftlichen Wellen, die seit jeher im kapitalistischen System Auf- und Abschwünge verzeichnen. Das ist völlig normal. Und wie Sie sehen, befinden wir uns hier gerade in so einer Abschwungphase. Das liegt daran, dass wir jetzt, die Digitaltechnologie halt jetzt so Einzug gehalten hat. Und Sie wissen selbst, dass wir jetzt in dieser digitalen Transformation uns befinden und alles im Grunde mehr oder weniger neu aufgesetzt werden muss. Darüber auch könnte ich jetzt auch noch sehr lange sprechen. Ich will aber nur damit andeuten, dass wir also jetzt heute davon ausgehen, dass junge Menschen, die ins Berufsleben eintreten, dass die zwischen 5 bis 8 komplett unterschiedliche Berufe ausüben werden und sich immer wieder neu orientieren müssen. Und alle, die so ein bisschen älter sind, die werden das auch tun müssen.
sind aber nie darauf vorbereitet worden. Auch die Jungen werden darauf leider noch nicht vorbereitet. Gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite Unternehmen, Technologieunternehmen, die dringend neue Personen, neue Angestellte, qualifizierte Angestellte benötigen und sie entwickeln nach und nach eigene Zertifikate, in Anführungsstrichen, kleine Micro-Degrees, um Menschen möglichst schnell zu qualifizieren für ihre Jobs. Und jetzt kommt gerade, ist so ein bisschen Aufregung auch in der Szene, weil Google bringt halt jetzt diese halbjährigen eigenen Zertifikate, die sie genauso bewerten wollen wie ein vierjähriges Studium. Und damit kann man, wenn man will, also schon sehr schnell in einen relativ gut bezahlten, gut dotierten Job eintreten. Und ja, damit werden dann auch Hochschulen vermutlich zumindest in diesem Bereich dann unter Druck geraten. Und auf der anderen Seite können wir seit einigen Jahren beobachten, wie hier, wie zum Beispiel bei Bachelor, über so kleine Zertifikate, Badges halt, so kleine Abzeichen, rekombinierbare Ausbildungsgänge da gestaltbar sind. Und wenn man, kann ich nur empfehlen, sich mal im Bachelor ein bisschen umzuschauen. Da kann man solche Pathways kann man da zusammenstellen. Das heißt, jedes Unternehmen kann dann sagen, aus verschiedenen Modulen können Sie im Grunde ein eigenes Curriculum oder einen eigenen Lernpfad definieren. Und wenn ein Bewerber diesen Lernpfad durchlaufen hat, dann bekommt er halt auch diesen bestimmten Badge, dieses Pathways, und damit ist er dann auch zertifiziert. Also IBM zum Beispiel macht das auch standardmäßig in der Zwischenzeit, dass sie verschiedene Badges definiert haben, die ihre Angestellten durchlaufen können, um zu dokumentieren, dass sie sich weitergebildet haben. Und so wird es immer agiler. Also das heißt, diese gesetzlichen Zertifikate, die man vielleicht für bestimmte Heilberufe, für Schornsteinfeger oder Wirtschaftsprüfer noch ablegen muss, die staatlich garantierten bestimmten Auftrag erfüllen, die werden sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und ansonsten werden wir wahrscheinlich immer stärker in diese Badges hineingehen müssen, immer modularer die Weiterbildung gestalten, um halt diesen unterschiedlichen Anforderungen, den verändernden sich Anforderungen gerecht zu werden. Ich sehe, mir läuft die Zeit absolut davon. So, und jetzt haben wir halt diese Sichtweise, dass Arbeit und Beruf, dass das so wichtig ist für die Menschen, dass der Mensch gar nicht ohne Beruf leben kann, weil der Beruf bietet uns finanzielle Unabhängigkeit, dadurch haben wir soziale Kontakte. Damit wird unser Alltag strukturiert. Und er bildet auch noch unsere Identität fort. Ich habe in dem Buch versucht, irgendwie aufzuführen, dass man diese ganzen vier verschiedenen Facetten auch anderweitig gestalten kann, weil eben auch dieses Normalarbeitsverhältnis, das so als, also Normalarbeitsverhältnis in der Soziologie ist dadurch definiert, dass man mindestens 20 Stunden die Woche eine unbefristete Arbeitsanstellung hat. Das haben aber in Deutschland nur noch knapp mehr als 50%, in der Schweiz ein bisschen weniger als 50%. Stattdessen sind die atypischen Beschäftigten halt, also die eben nicht darüber verfügen, wachsen an. Also zumindest in Deutschland sehen wir hier, wie sich das wirklich von 2010 das Normalarbeitsverhältnis zurückentwickelt hat und stattdessen diese atypischen Beschäftigten immer stärker präsent werden und damit eigentlich auch das soziale Sicherungssystem unterminieren, wie wir es kennen, weil man damit überhaupt gar nicht diese Rentenansprüche generieren kann, die es bräuchte, damit man damit auskömmlich leben kann. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt immer stärkere Bewegungen in Richtung Selbstständigkeit von Personen, die anders denken wollen, die auch nicht mehr in diesen konservativen Kontexten arbeiten wollen, sondern die sich so ein eigenes Standbein aufbauen. Und das ist sehr
Das kommt gerade sehr stark auf, dass immer mehr Freiheitsliebende und vor allem auch diese Wissensarbeiter, die gerne auch an neuen Modellen arbeiten, wie man die Gesellschaft aufbauen könnte und müsste, jetzt auch im Sinne der Nachhaltigkeit, die selber was versuchen. Und da gibt es also ganz viele Bestrebungen, diese diese Netzwerkökonomie, die kollektive Intelligenz auch zu fördern. So, und dann, das werde ich jetzt mal abkürzen hier, dann vielleicht doch eher das Buch mal lesen. Das ist dann doch ein bisschen umfangreicher. Ich habe mir dann Gedanken gemacht oder versucht darzulegen, wie man vielleicht dann auch seine Berufung da findet, weil ich glaube auch, dass viele in Zukunft sich auch selbstständig machen müssen, weil es einfach nicht mehr diese Jobs gibt, diese auch vor allem nicht die qualitativen Jobs, jetzt gerade durch die digitalen Disruptionen, die jetzt anstehen und durch die Automatisierung. Also wir müssen irgendwie die Menschen dazu befähigen, dass sie selbst in den Flow kommen und halt wirklich dieses Leben gestalten, nämlich ab Mitte 40, dass sie selbst irgendwie auch den Mut haben und die Zuversicht, dass man sowas aufbauen kann. Und dann habe ich noch ein bisschen so über Professionalität, das lasse ich jetzt ja alles weg, das würde zu weit führen. Wir müssen im Grunde den Menschen, und ich glaube, das hier ist noch wichtig, nahebringen, dass man also diese Makroeinheiten, dass wir im Bildungsbereich halt immer wieder mal was Neues lernen müssen, und zwar fundiert und vielleicht auch angeleitet, dass man, das ist das eine, das ist das, was vielleicht Bildungsinstitutionen der Zukunft auch noch leisten können und sollten. Aber dann müssen wir die Menschen befähigen, dass sie in diesem Arbeitsleben, mit diesem Microflow dann auch selber sich am Puls der Zeit bewegen können, weil im Internet gibt es halt sehr viele Inhalte und sehr viel gut aufbereitete Lernangebote, die man für sich nutzen kann. Und das muss jeder lernen, dass er damit sich am Puls der Zeit hält und auch den Spaß hat und die Lust hat, das zu realisieren. Und dann, wenn der Beruf halt wieder unter Druck gerät aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, dass man dann sich wieder dazu ermuntert, nochmal eine Makroeinheit aufzunehmen, auch wenn man schon ein bisschen älteren Semesters ist. Und so sich selbst halt selbst positioniert. Wir haben diese ganzen Tools irgendwie, mit denen wir uns weiter qualifizieren können, weiterbilden können. Das nutzen die Leute auch, die Menschen. Man muss sie noch ein bisschen weiter dahin führen und vor allen Dingen auch den jungen Menschen von Beginn an zeigen, wie das eigentlich geht, wie funktioniert das eigentlich, selbst zu lernen. Und auf Seiten der Unternehmen werden wir dann eigentlich, müssen wir akzeptieren, dass es halt im öffentlichen Dienst gibt, wird es weiterhin diese Abschlüsse und Zertifikate brauchen, damit man da überhaupt Zutritt erhält. Große Unternehmen machen das schon ganz anders. Die nutzen diese smarten Assessments, die es in der Zwischenzeit gibt, die nutzen bestimmte Tool-Umgebungen und versuchen auch über strukturierte Interviews wirklich Leute zu finden, die zu ihnen passen und die sie innerhalb des Unternehmens gut ergänzen. Und dann gibt es diese kleinen KMU und die NGOs, die sich eigentlich nur noch über diese privat organisierten Plattformen wie LinkedIn und verschiedene andere dann organisieren müssen und da auch attraktiv aufstellen müssen, damit sie eine gute Workforce für sich gewinnen. So, und das mache ich jetzt hier weiter, werde ich nicht mehr. Was interessant ist, ist, dass es in einigen Bildungseinrichtungen sehr wohl angekommen ist. Also wir beobachten jetzt ja seit vielen Jahren schon, die Uni Zürich, die ETH Zürich hat jetzt vor ein paar Tagen angekündigt, dass sie ihr Modell umstellen wollen, also dass sie auch kürzere Einheiten bereitstellen wollen, eben auch für den Begleitenden, für die Erwachsenen, die im Arbeitsleben stecken, für die Weiterbildung. Sehr interessantes Modell und auch der einzige Weg, denke ich, wo es hingehen muss. Also einerseits weiterhin grundständiges Studium anbieten, aber andererseits sich auch aufstellen für diese Erwachsenen und Menschen im Arbeitsleben, die sich immer wieder neu orientieren müssen und auch hochqualifiziertes Material finden müssen und Lernumgebung. Das finde ich sehr wichtig. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie diese Micro-Credentials halt wirklich jetzt Fahrt aufnehmen, sowohl auf EU-Ebene.
werden sie massiv gefördert und andererseits gibt es immer mehr Bildungseinrichtungen und Unternehmen, die da Wert drauf legen. Und also es scheint angekommen zu sein und das wird auch höchste Zeit. Das bedeutet aber auch, dass über diese Micro-Credentials nicht nur etablierte Bildungseinrichtungen sich da positionieren können, sondern auch andere Anbieter, die halt gute Lernmodule anbieten, die man dann einfach in diesen Lernpfad mit integrieren kann. Also damit kommen dann auch traditionelle Bildungseinrichtungen verstärkt unter Druck. Und so werden wir eine neue Professionalität erleben. Und ich denke, es wird so ein bisschen auch wie in diesen Kunststudiengängen vielleicht sein, dass man, so kann man sich das zumindest vorstellen, dass man sich ein eigenes Portfolio im Grunde aufbauen muss. Also dass wir Menschen befähigen müssen, ihr eigenes Portfolio wie eine Mappe im Grunde anzulegen, die sie dann auch jemanden demonstrieren können und der sie dann einlädt und dann strukturiert über Interviews dann befragt. Und gleichzeitig werden wir immer mehr Unterstützung haben von Tools, die teilweise ein bisschen spooky sind. Also so Persönlichkeitsplattformen kommen immer mehr auf, wo man erkennen kann, wie die Menschen ticken und ob die zu einem Unternehmen passen oder zu dem Beruf. Also da kommt noch viel Dynamik auf. Wir werden das weiter verfolgen. Ich mache jetzt erstmal einen Schlusspunkt. Dankeschön. Viel zu lange. Und viel kürzer. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Diskussionen?